Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir machen jetzt einfach mal den Hardware-Check. Ach, scheiße. Ich hätte den Kabel mal vor den anderen Produkten machen sollen. Da ich doch jetzt den Adapter da drin habe. Ja, müssen wir den Adapter kurzzeitig mal rausmachen. Dann schließen wir hier einfach mal den Kabel an. Zack, oh. Der hält aber fest. Also, das ist cool. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. So, und da oben seht ihr meine PlayStation. So, und dann werden wir das jetzt einfach mal... anbimseln. Reicht mein Mikrofonkabel? Ich glaube, er reicht. Ich hoffe, er reicht. Er reicht nicht. Er reicht nicht, er reicht nicht. Zack. Und dran ist er. So. Ach, jetzt habe ich die Kamera hier nicht. Hat sich die Kamera verstellt? Ich hatte die doch eigentlich auf dem Fernseher gerichtet. Ach so, ja. Weil ich... Und da ist jetzt der Kabel dran und ihr seht, er leuchtet auch braun. Also so gelblich. Ach Mensch, so. Dass der Kabel geladen wird und... Na, habe ich hier eine kleine Umdrehung drin. Das wollen wir natürlich nicht. Nicht für das Abschlussbild. Sieht ja doof aus. Zack. Und schon ist er enthuddert. Und wir haben hier einen schönen langen Kabel. Ihr seht, da hängt er. Jetzt gucke ich mal, komme ich damit hin. Ich nehme euch mal mit. So. Und da hängt er praktisch. Und dann kann ich den Kabel praktisch hinterm Fernseher, hoppala, oder auch nicht, doch, hinterm Fernseher, ja, reicht. 3 Meter reicht bis zum Sofa, kann ich schön daddeln. Schön daddeln, reicht einwandfrei aus. Finde ich schön. Hält auch schön fest. Ja, man muss schon ein bisschen Kraft aufdrücken. Also der ist schon, obwohl er jetzt ein bisschen locker scheint, muss man schön Kraft aufdrücken, um ihn aus der PlayStation rauszumachen, so wie es sein soll, auch hinten. Also sehr gut. Also der ist jetzt nicht einfach so lose zu bekommen. Ach so, jetzt wollte ich den Controller gerade hier wieder reinstecken zum Laden. Weil sich das jetzt gerade ein bisschen einfacher macht, weil ich hier den Kabel schon gespannt habe. So, jetzt. Finde ich sehr gut. Und jetzt zeige ich euch noch was. Auch mein Display ist nämlich hier ein bisschen verknickt. So, und jetzt können wir das ganz einfach wieder zusammenrollen. So. Zack. Ne, habe ich jetzt falsch gemacht. So. Wenn die so große Kreise haben. Zack. Und schon. So.
Brauche ich das hier noch abmachen. Und hier drum wickeln. Und fest ist er. Man kann sich irgendwo hinhängen. Man kann jetzt natürlich auch hier die Lücke natürlich noch ein bisschen größer machen. Kann man sich dann natürlich angleichen. So. So, jetzt aber. Ist das nicht schön? Dann kann ich mir den hier irgendwo hinhängen. Na gut, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig gewesen, aber kann mir den irgendwo hinhängen, ohne Probleme zu haben oder in den Schrank packen und brauche mir keine Sorgen machen, dass da jetzt irgendwie irgendwo ein Kabelbruch hinkommt oder verknickt oder Kabelkuddelmuddel ist. Finde ich sehr gut. Könnte echt überall dran sein, so was. Finde ich sehr, sehr gut. So, das soll jetzt aber auch so weit gewesen sein. Ich könnte mal zurückgehen, damit ich mich vernünftig verabschieden kann. Das soll jetzt gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch. Und entweder mache ich jetzt noch, weil ist ja fertig geworden, das Video für die PlayStation 3 und SingStar. Oder ich mache das Video PS3. Ne, ich werde es einzeln machen. Ich mache jetzt was anders. Im ersten Video, weil zum Mikrofon gibt es kein Unboxing, kein Nisch, da war keine Verpackung großartig drum. Wir machen das jetzt ganz anders. Auf der Verpackung und im Internet steht eigentlich nur drauf, dass das Mikrofon für PlayStation 3 und Wii U ist und Xbox. Wir machen das jetzt ganz anders. Wir werden im ersten Video, werden wir uns das Mikrofon angucken, beziehungsweise ein Hardware-Video. Und der Hardware-Check wird daraus bestehen, dass wir das, nee, noch anders. Ich mache einen Hardware-Check, wo wir uns das Video, das Mikrofon angucken werden, von der Verarbeitung her und alle drum und dran. Und das auch gleichzeitig anschließen werden. Und ich werde es nicht nur an die Wii und an die PS3 anschließen, wir werden es auch mal an die PlayStation 4 anschließen und gucken, was passiert. Steht zwar nicht drauf, machen wir trotzdem. Warum? Weil ich jetzt sage. Und dann, wenn es denn funktioniert, wenn es funktioniert, ja, also auf der Wii wird es, denke ich mal, funktionieren, auf der PS3 auch. Keine Ahnung. Werde ich auf jeder Konsole, werde ich ein Lied singen. Und dann wird es dann zu jeder Konsole ein Testlied geben, wo ich dann mit dem Mikrofon singen werde. Und das werde ich dann als Hardware-Check oder als Test 1 wie Lied so und so. Keine Ahnung, wie ich es machen werde, wie ich es hochladen wird. Also entweder 2 oder 3 Lieder kommen und dann das andere. So werden wir machen. Das ist jetzt eine spontane Entscheidung, mal einfach von mir. Das finde ich gut. Das machen wir. Okay, dann verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.